Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Map bei Fortnite. Wie starten wir üblich mit dem Inselcode? Der lautet 22 27 97 35 20 und die 50. Das Ganze wieder als privates Match starten. Gucken kurz den Shop. So, wenn wir hier sind, einfach direkt vorne da an die Eingabe gehen, dann den zweiten Inselcode reintackern, das ist die 7388-0460 und die 2608. Wieder privat starten. Dauert wieder einen kleinen Moment, bis er alles geladen hat. So, wenn wir hier sind, einmal nur nach links hier an an die Dachschräge gehen, dann in der Ecke hier ein Emote machen. Und schon sind wir hier. Kurz die 15 Minuten warten. Wir skippen die Zeit. Und wenn wir hier sind, geben wir den Code ein. Der lautet 457. Wenn wir den haben, einmal bestätigen, dann wieder die AFK-XP starten, dann direkt hier links einfach ein Emote machen, dann hinten hin, ungefähr mittig, oh, mit dem Button dann hier auf die Map gehen, dann könnt ihr den ersten Bot killen. Oh, treffen wäre nicht schlecht, zweiter Versuch. Dann könnt ihr wieder kurz einen Moment warten, bis sich die ganzen EP aufgeladen haben und den zweiten Bot dann killen. Ja. Könnt ihr darauf warten, bis oben die EP langsam weniger werden, so wie eben, und dann holt ihr den nächsten. So, dann holen wir jetzt schnell die drei Kisten, die hier liegen. Beziehungsweise, ja, heute sind Sessel. So, dann ab zum nächsten da hinten. Und wenn wir alle drei Punkte haben, dann müssen wir hier einmal kurz den Eingang zur Garage suchen. Oh ja.
Und dann an dem Auto befindet sich der nächste Punkt, womit wir auf die nächste Map kommen. Da ist er. Zack, wenn wir hier sind, einmal von links nach rechts durchsammeln. Und dann landen wir wieder auf der AFK-Map, wo ihr bis euer tägliches Limit erreicht ist, quasi weiter EP farmen könnt. Oder ihr macht noch eine neue Map, ihr kennt das Spiel. Wie auch immer, ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Level machen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ansonsten bis morgen, bis zur nächsten Map. Ciao, ciao.